Was denkst du, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschmenschen ist? Es gibt einen großen Unterschied. Oh. Ja. Was geht's? Also, das ist die erste Zeit, ich spreche nur Deutsch. Also, ich habe eine kurze Frage. Was ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutschmenschen? Also, als du kannst sehen, ich bin in Bielefeld, Berlin, Linz und Salzburg. So, diese beste Antworten. Also, ja, ich kann nicht warten und tut mir leid für meine Haare. Aber ich kann nicht eine Haarebürste kaufen oder finden. Das ist sehr Boris Johnson. So, ja, lass uns gehen. Und was denkst du, die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland ist? Gute Frage. Also der Unterschied, also vielleicht eher die Sprache, yeah. Weil es ja doch ist, dass Österreicher yeah. oft ein bisschen anders reden als, yeah. Als Deutschland. Und ich habe selber Verwandte in yeah. Deutschland und yeah, wir, yeah. die besuchen wir halt dann auch immer öfter. Und was mir da vor allem auffällt, ist, wie unterschiedlich yeah. die doch sprechen, obwohl yeah. beide eigentlich Deutsch yeah. sprechen. Und auch das Verhalten von den Menschen ganz anders ist. Yeah. Teilweise ist es voll witzig zu beobachten. Und ja. Ja, die sind ein bisschen südlicher, ne? Ja, also ich würde richtig rein geografisch antworten. Also ich, für mich ist es halt ähnlich. Die sind möglicherweise. Ich war in Wien. Ich war in Wien letztes Jahr. Ich habe nicht so großen Unterschied. Also ja, ich habe nur die Sprache. Also, ne? Aber man ja. hat das Gefühl, die sind auf dem Pferd und reiten. Wenn sie absteigen, dann können sie ganz normales Deutsch, so ne? Hochdeutsch. Ja. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Vielleicht ein bisschen mehr distanzierter. Ja, ja. So wie in Hannover. Schon so genau ja, wie hier. Ja, ja, ja. Nicht wie in Süddeutschland. Also ich erlebe sie tick distanzierter vielleicht. Wir sind offener. Ja. Ja. Wir sind ein bisschen holländisch. Mhm. Ja? Ja, ja. Ja, wir sind, also man muss uns auch kennen, aber wir gehen auf Leute zu. Die Deutschen nicht, die ziehen sich zurück. Also ich finde, Österreich ist wirklich ein sehr schönes Land. Ich finde die Aussprache sehr interessant. Das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, die Leute zu verstehen, wenn die dann so in ihrem Akzent sprechen. Ja, der Unterschied kann ich gar nicht sagen. Also ich finde, die Leute sind halt sehr freundlich. Ja. Vielleicht noch ein bisschen offener als die Deutschen. Ja. Und ja, generell habe ich mich da wohl gefühlt. Willst du eine Video sein? Die Unterschiede zwischen Österreich und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich würde sagen, die Deutschen sind ein bisschen arroganter als wir. Ja. Ich glaube vor allem, dass die Norddeutschen ein bisschen weniger Humor haben als wir. Ja, ja. Ich glaube aber auch, dass sie zum Beispiel ein bisschen regeltreuer sind als ja, wir. Ja. Ich würde sagen, dass ein Österreicher geht viel eher über eine rote Ampel drüber als ein Deutscher, würde ja. ich sagen. Also als ich auf Klassenfahrt war, was mir da wirklich stark aufgefallen ist, die Stereotypen, die Deutsche haben, haben die da drüben. Die sind da alle im Dirndl und ja. in Lederhosen rumgerannt. Ganz normal. Und das sagt man ja immer so über Deutsche. Hier ist das ja gar nicht so. Aber da drüben, ja, ja, andere Sprache gefühlt, obwohl es auch irgendwie Deutsch ist, aber gleichzeitig nicht. Also ja. Ist ein bisschen wie Bayern in schlimmer. Ja, ja, schlimmer. Ja, ja, ja. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Sprache, also ja. Dialekt. Also du merkst es sofort, du kommst so ein, sagen wir mal, vom Müllviertel aha. zu Berlin, ja. das ist eine ganz andere Welt. Ja, die Österreicher, die haben auf jeden Fall einen coolen Dialekt. Gefühlt sind die auch ein bisschen reicher zumindest als die Deutschen. Und ja, sehr gastfreundlich auf jeden ja. Fall. Ja, Deutsch, ja. Willst du in einem Video sein, der Deutsch unter sich zerschuschen? So, ich ging Süddeutschland, nein. Okay, also ich glaube, der Unterschied ist erstens, dass ich würde sagen, die Natur schöner ist oder es gibt halt mehr Berge, dafür ist Österreich auch bekannt. Ja, ja. Und ich würde sagen, dass die Deutschen, also man sagt den Deutschen nach, dass sie sehr, soll ich sagen, sehr logisch sind. Ja, ja, ja. Und dass sie sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht so sehr Gefühlsmenschen sind wie die Österreicher, ja, sondern ja. eher den Sinn hinter der Sache sehen und auch so, man nennt das knausrig sind.
Also der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, meiner Meinung nach, ist Österreich ist schöner. Ja. Es ist nun mal so, also meiner Meinung nach. Die Luft ist auch besser da und die Menschen sind irgendwie auch freundlicher. Wenn ich da zum Beispiel einkaufen war oder irgendwie so in einem Supermarkt, so freundlich. Hallo, wie geht's? Tschüss. Und hier in Deutschland sind die so frech, so, was heißt frech, aber so ein bisschen unfreundlicher hier. Kälter, ne? Ja, ja. Aber vielleicht liegt es auch in Hannover, dass das so ist. Dass Hannover, also kalt der Norden, sag mal so. Ja, ja. Ja, Hamburg ist genauso ähnlich. Ja. Österreich ist einfach schöner als wie Deutschland. Ja, ja. Österreich hat einfach, Österreich ist Österreich. Ja, ja. Ist einfach besser. Ja. Und Österreicher sind einfach schöner drauf als wie die Deutschen. Hashtag Österreich. Also ich glaube, in Deutschland sind die Leute ein bisschen ernster als die Österreicher. Ja. Und Österreicher haben sehr schöne Berge und leckere Schokolade und ja, sind insgesamt, glaube ich, ein bisschen lockerer und haben natürlich einen anderen Akzent als wir, sprechen ganz anders. Aber sonst sind sie sich wahrscheinlich recht ähnlich. Was magst du gern über die Deutschleute? Like, Ja, also ich muss dazu sagen, dass die Österreicher die Deutschen nicht so besonders mögen. Aber das hat wahrscheinlich was mit Geschichte zu tun. Ja, ja, ich habe nichts gegen Deutsche. Ja, ja, ja. Weil ich bin auch sehr multikulti. Ja, 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 ist doch. Toll, ja. Doch. Ja, ich habe auch sehr viel mit Deutschen zu tun, weil ich, aber ich habe auch mit Arabern oder anderen kulturellen Gruppen zu tun, weil ich die Leute therapiere. Aha, ja, ja? Ja, ja. Und da muss ich schon auf Leute zugehen können, weil sonst bin ich verkehrt in meinem Beruf. Was ist dein Lieblingsteil aus Österreich? Like Linz? Wiener? Wien. Wien. Ja. Schade, tut mir leid für die Deutschen Leute. Wien. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Wiener? Wiener? Wien. Wien. Mhm. Süß. Wien. 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 Der österreichische Dialekt ist hart zu verstehen. Nee, dein Dialekt ist zu hart zu verstehen. Nein. Schade. Ja, Mann. Die Deutsch Sprache ist so hart zu verstehen? Nicht so hart zu verstehen, ja. Aber sie klingt ein bisschen nervig, finde ich. Also sie klingt nicht so gut wie das Österreichische, finde ich. Ja, ja. Das Schweizerische ist schwer zu verstehen, finde ich. Ja. Aber das Deutsche kannst du verstehen. Ja. Es geht mir ein bisschen lang. Ja. Ich mag's jetzt. Kannst du österreichische Deutsch verstehen? So like habe derich, gesamme Kino. Was? Ja. Es ist die österreichische Deutsch. Ich weiß aber nicht, ob es an deinem britischen Akzent liegt. Also normalerweise geht das so einigermaßen, ja. Ist Digger in hier auch? Ja, schon. Ja? Also so ein bisschen, also jetzt nicht so viel, aber hin und wieder kommt man mal sicher so, yo, Digger, was geht? Und so. Was magst du gern über die österreichischen Leute? Ja, ich würde sie gerne hier einladen, so, ne? Damit ich mehr von denen erfahre. So viel kenne ich, weiß ich nicht. Also ich war halt da, wie gesagt, also alles hat mir gefallen. Mit Leuten hatte ich viel zu tun, aber nur weibliche Leute. Die sind super, die sind toll, die sind offen und also cool. So, das ist alles. Vielen Dank für jede Person in diesem Video gemacht. Also ich habe eine Frage für euch. Was denkst du, die Unterschied zwischen Österreich und Deutsch Menschen ist? Also ja, jetzt habe ich ein Patreon gemacht. Also vielleicht du kannst mir helfen, so mehr Video gemacht. Also ich habe keine Idee, wie teuer so ein Video gemacht ist. Und ja, hoffentlich meine Deutsch ist so schlecht. Und ja, Baba zu den österreichischen Leuten und ciao zu den Deutschen Leuten.